Das ist Roland Justin, ein humanoider Roboter mit 43 Drehmoment geregelten Gelenken. Was er mit unserer Geschichte zu tun hat, verraten wir später. Roboter als Haushalts- oder Gartenhilfe. Im Jahr 2015 sehen die so aus und sind keine Alleskönner. Das heißt, für jede Tätigkeit braucht man ein eigenes Gerät. Ob das überzeugt? Roboter, halt dir nichts von. Ach, ich finde, so ein bisschen Bewegung schadet immer nicht, gell? Also ich glaube, die kosten ziemlich viel Geld. Ich mache das so, wie es eigentlich Usus ist, mit ganz normalen Geräten. Das mag alles ich. Mein Mann saugt nicht. Aber er könnte ja mal so ein Gerät anschaffen, damit sie nicht mehr saugen muss. Seit einigen Jahren erobern die Saugroboter den deutschen Markt mit immer mehr Modellen. Stiftung Warentest hat jetzt 7 davon getestet und das ist der Sieger. Der Vorwerk Kobold VR 200. Mit über 4 Kilo ist er der schwerste und hat seinen Preis. Mit 750 Euro zählt er zu den teureren Modellen. Überzeugt hat die Tester, dass er gut navigiert. Und seine Saugleistung. Doch verglichen mit einem herkömmlichen Staubsauger schafft selbst der Testsieger nur knapp die Hälfte der Staubaufnahme aus dem Teppich. Fazit: Saugroboter sind gut für zwischendurch, als Ergänzung zum Bodenstaubsauger. Gleiches gilt für diesen neuen Roboter zum Fensterputzen. Durch Unterdruck hält er an der Scheibe. Da staunen die Nachbarn. Im Fachhandel ist dieses Gerät noch schwer zu finden. Im Internet gibt es mehrere Modelle, ab über 200 Euro aufwärts. Fazit: Der Fensterputzroboter, immer noch Exot, lohnt er sich vor allem bei großen Fenstern. Mähroboter liegen voll im Trend. Noch hat die Saison nicht begonnen, doch die Geräte werden schon überall angeboten. Wer hier investieren will, der muss bei den meisten Herstellern mit über 1000 Euro rechnen. Roboter im Haushalt. Diese Zukunftsvision hat längst begonnen. Ich habe gerade jetzt eingeschaltet, der läuft jetzt durch meinen Bruder und wenn ich nach Hause komme, blitzblank. Braucht so 2 Stunden für, sagen wir mal, 100 Quadratmeter und saugt eigentlich ziemlich gut alles auf. Ich bin sehr zufrieden. Wäre nicht schlecht. Das führt uns wieder zu Roland Justin, den Haushalts-Alleskönner aus Oberpfaffenhofen. Entwickelt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. So sieht die Zukunft aus. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein.